Wenn ich ein Gott wär, von irgendeiner traditionsreichen, populären Weltreligion, von welcher Religion, ist aber völlig egal. Dann hätte ich was zu sagen, das geht euch alle an, denn ihr habt etwas Wesentliches missverstanden und das bereits zum wiederholten Mal. All der Hass und all das Leid, für das ihr weltweit verantwortlich seid, Flucht und Vertreibung und all die menschlichen Dramen, Unterdrückung, Krieg, Völkermord, wovon ihr behauptet, es wäre Gottes Wort, all das geschieht nicht in meinem Namen. Wenn ihr Land besiedelt, das euch nicht gehört, die Bevölkerung vertreibt und ihre Dörfer zerstört, mit einer Unerbittlichkeit, die jeglichen Rahmen sprengt, weil ihr den anderen das Lebensrecht absprecht und behauptet, das wäre euer gottgegebenes Recht, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Wenn ihr tausend Jahre alte Kulturen vernichtet und auf den Trümmern eure protzigen Paläste errichtet und behauptet, ihr machtet euch stark für die Schwachen und Armen, wenn von selbsternannten Dienern Gottes auf Erden Kinder missbraucht und misshandelt werden, dann geschieht das ganz gewiss nicht in meinem Namen. Wenn ihr wie Gott rigid und weltentrückt eure Frauen verachtet und unterdrückt aufgrund eurer Werte, eurer ach so tugendsamen, nach denen man als Frau nicht widersprechen darf, sondern eingesperrt wird und versklavt, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Und wenn eure Tochter zum Beispiel das dann nicht mehr still ertragen, sondern selbstbestimmt leben will, statt die mütterliche Knechtschaft nachzuahmen, und sie von euch dann erniedrigt, geschlagen, entführt, verstoßen oder sogar ermordet wird, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Wenn ihr Homosexuelle zusammenschlagt, sie beschimpft und durch die Straßen jagt, weil sie wagten, einander öffentlich zu umarmen. Wenn ihr Frauen wie Freiwild behandelt, dass man nach Belieben begrapschen und vergewaltigen kann, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Wenn ihr Andersgläubige massakriert und Regimekritiker exekutiert, ohne jegliches Mitleid und ohne Erbarmen, wenn ihr euch daran ergötzt und weidet, wie ihr öffentlich Menschen die Köpfe abschneidet, handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Und wenn ihr wieder mal hemmungslos Blut vergießt, indem ihr wahllos unschuldige Menschen erschießt, die vor euch nicht rechtzeitig entkamen, und wenn ihr euch mit Sprengstoff behängt, inmitten einer Menschenmenge in die Luft sprengt, handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Ihr seid weder Märtyrer noch ehrbare Rächer, ihr seid einfach nur ordinäre Schwerverbrecher. Und glaubt mir, ihr gehört zu den ganz Infamen. Wenn ihr zerstört, was ich erschuf, dann will ich nicht, dass ihr euch auf mich beruft. Denn ihr handelt nicht in meinem Namen. Im Gegenteil, ihr verwandelt diesen Planeten in einen finsteren, unduldsamen, verschandelt das Ansehen all derer, die in Frieden kamen. Es wird Zeit, dass euch einer standhält, eurem Wahn, diesem Grausamen, denn ihr handelt nicht in meinem Namen. Denn ihr handelt nicht in meinem Namen. Shalom, Inshallah, Amen.